Moin Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Pineview Drive. Ja, genau. Nein, von Obscuritas. Wir sind jetzt gerade. Habe ich gerade auf Beenden geklickt? Warum mache ich das? Warum? Bibliothek. Boah, wir sind noch bei Kapitel 1. What? Ankunft, altes Lagerhaus, Saloon, Arbeitsbibliothek. Okay. Dann wollen wir das mal machen. So, lad mal zu hier. Tut mir leid. So. Gut, ich könnte die Aufnahme noch neu beginnen, aber. Nö, keine Lust. So, wir sind jetzt also in der Bibliothek. Und wir wollen Licht anmachen. Was sind das aber für komische Geräusche? Das gab den Blitz. Ne, das habe ich mir wohl. Hier haben wir also die Bibliothek. Aber ganz vielen Büchern. Ist hier irgendwo ein lustiges Taschenbuch bei? Nö. Oh, ein neuer Brief. Schön. Was ist das? Was ist denn? Meine Arbeit geht immer noch zu langsam voran. Wenn ich nicht langsam Fortschritte mache, dann werde ich zur Lebzeit nicht mehr erfahren, ob die alten Geschichten wahr sind. Was für alte Geschichten? Das blitzt? What? Gewitter? Das wird ja immer schlimmer hier. Okay, hier können wir auch noch rein. Okay. Aha, das Licht funktioniert nicht. Das ist natürlich auch nicht schön. So. Gut, also merken wir uns das. Ah, Moment mal. Die müssen garantiert irgendwo hier rein, mit Sicherheit. Hä? Wieso ist denn da so ein Viereck? So ein Quadrat? Warum? Warum ist das so? Was soll ich machen? Also, okay. Alles klar, die müssen hier rein. Dann brauchen wir also einige. Nehmen wir den nochmal mit. So. Ich habe jetzt gerade noch keine Ahnung, was das bedeutet, aber drei Stück fehlen uns noch. Gut. So, was ist hier drin? Was haben wir hier? Oh. Licht. B. So, da haben wir noch Streichhölzer. Bzz, bzz. Hier haben wir auch noch einen. Okay. Und ein Schlüssel. Und eine komische Büste. So. Müssen wir dann noch rausfinden, wie wir die richtig. Achso, falsche Seite. Da bin ich wegen. Hier alles. So, weil ich dann hier. Das ist aber auch nicht schön. Lass mich hier raus. Ich will hier nicht mehr hin. Wieso waren da ein. Da ist noch ein Schlüssel. Okay. Nee, falsche. Da? War das hier? Ich geh mal dahin. So. Ja. So, das heißt, wir brauchen jetzt nur einen. Und wir haben einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Was guckt der denn so nach unten? Mach ich hier mal an. Was? Oh! Ich habe mich schon gewundert, warum guckt der nach unten? Fuck, Mann! Das, die ist fies. Die sieht auch. Boah! Die hatte ich da schon. Nö. Ich lade hier mal nach. Was? Hallo? Mach's mal an? Sie ist schon wieder da. Nö. Mag das nicht.
So, das ändern wir irgendwie hier Layers auf 4. Die kennen wir auch noch, genau. Die Büste kennen wir auch noch. So, hier ist auch nichts weiter. Ah, da. What, ey. Die guckt schon wieder nach unten. Warum? Warum guckst du da unten? Ist hier unten vielleicht irgendwas? Nö. Egal, ich gehe jetzt erstmal hier hin. So. Zack. Ja, das ist mit Sicherheit falsch angeordnet. So, wir jetzt just for fun das irgendwie anordnen. Ne, das kann nicht angehen. Ja, irgendwo müssen wir hier. Ja. Das hier ist nicht wirklich hilfreich. Mal gucken hier weiter. Die ist echt übelst. Mach Gänsehaut, ey. Wieso ist hier ein Schilders nicht da? Ah, deswegen. Ah, alles. Wobei? Welchen Sinn erfüllen wohl diese Bilder? Sie zeigen doch fast immer das Gleiche. Okay. Gut. Ich glaube, ich hab's. Und zwar soll die Geschichte wohl. Die mich an? Warte mal. Die erzählt eine Geschichte. Und je nachdem, was hier auf dem Bild ist, würde ich nämlich sagen. Mal, wir müssen uns mal kurz alle Bilder angucken. Da. Ich würde sagen, erstmal kommt Dreieck. So, das Dreieck habe ich sogar in der Hand. Hier war kein so ein Bild, ne? Nein. Das muss ich wieder an. Hallo? Dreieck, das. Okay, gut, gut, gut. Okay, das verstehe ich schon mal. Okay. Warte mal, wir machen erstmal Dreieck rein. Dreieck, würde ich sagen, geht hier hin. Dann würde ich sagen, das Kreuz geht hier hin. Und hier, das dahin. Die beiden einfach mal just von so hin? Nee. Was? Okay, das geht hier noch weiter. Mach mal an hier. Okay. Hallo. Doch, Licht, ich wollte gerade sagen. So, einen alten Fernseher. Und ein nagelneuer Staubi. Kein daran, nö. Da ist nichts weiter, glaube ich. Also, ich hoffe mal. So, dann gehen wir mal hier, ne? Neuer Abschnitt. Ach, ich sag ja einfach. Was? Ich will die Spinnen. Was ist denn das für ein komischer Gang? Okay.
Erstmal, ich muss mal nachladen hier. So. Aha, ich habe mich jetzt eine komische Büste hier unten geguckt. Was macht die denn da? Hat die da in der Hand? Hm. Ich weiß nicht. Oh, hier sieht das freundlich aus. Was ist denn da? Klar, wer hat denn sowas? Vor allen Dingen, wo... Die weckt er bestimmt noch zum Leben. Bestimmt. Okay. Hier ist Spinnengewebe ganz viel. Schon wieder diese Puppe. Wie oft ist denn die Puppe hier? Hallo? Aber klar. Ist klar. Mach hier mal das Licht an. Oh, na gut, mach ich da auch noch mal das Licht an. Einfach nur, weil es hübsch aussieht. Alles klar. Nicht, dass die Puppe auf einmal weg ist. So. Nödel. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Treppe. Nein. Da kommen wir her. Gehen wir mal hier hin. Okay. Alter! Sag mal! Was ist das denn hier für ein komisches Haus? Mensch! Gibt's doch alles nicht. Ist das hier so ein Mammut oder was? Ich weiß nicht. Das Ding ist auch fies. Richtig geil platziert von den Entwicklern. Ah, ein Zettel. Ich bin in den letzten Tagen mit meiner Arbeit gut vorangekommen. Es fehlen nur noch ein paar Komponenten. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo ich danach suchen muss. Gut, solange du das weißt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Ja, ich muss mal kurz was trinken. Hals ist ganz ausgetrocknet. So. Das ist nichts weiter. Welch merkwürdige Kreaturen. Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ja, das sieht doch echt merkwürdig aus hier. Weiß ich mal, wo da vorne und hinten ist. Ach, ein Schlüssel. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Da kommen wir ja her. Ne, hier kamen wir her. Sind wir genau... Genau. Da konnten wir rein, hier konnten wir nicht rein. Okay. Okay. Was ist denn das für ein Psychopath gewesen, mein Opa? Jetzt mal ernsthaft. Hallo. Okay. Sieht aus wie Sphinx. Tut mir leid, weil ich gerade ein bisschen ruhig bin. Hier gerade so ein bisschen so die Atmosphäre so ein bisschen einsaugen. Oder wie auch immer man das betitelt. So. Hm. Schick. Schicki, schicki. Ja, aber was soll ich jetzt hier machen? Was soll ich denn jetzt hier machen? Batterien. Ordentlich ich auch. Bin da flexibel. Ich nehme alles. Batterie ist fast leer. Ist hier irgendwas versteckt?
warum steht auch auf den Teil nichts drauf? Das ist doch normalerweise immer so. Ja, ich gehörte dahin und das da und das hat diese Geschichte und bla bla bla. Ich gehe hier mal wieder raus. So. Also hier ist nichts weiter. Wenn ich das richtig sehe. Und falls ich hier gerade so ein bisschen durchpäs. Hat die eben auch schon zur Seite geguckt? Ah, wird wohl. So. Ach, hier waren wir noch gar nicht. Der sieht ja auch nett aus. Lass mich in Ruhe. Onkel Arthur scheint von seinen Reisen durch die Welt wohl alles mitgebracht zu haben, was er finden konnte. Was wollte er nur mit dem ganzen Kram? Tja. Das würde mich auch mal interessieren. Ist hier noch irgendwas? Ja, vielleicht im Maul irgendwas? Also hier waren wir ja. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir hier überall waren und wo nicht. Da waren wir auch. Aha, hier waren wir anscheinend noch nicht. Hä? Okay. Hier kommen wir doch her. Warum laufe ich jetzt gerade wieder zurück? Bin ich hier wieder zurück? Nö. Oh. Leute, sagt's mir doch vorher. Ich mach hier mal an. So. Hier war ja auch nichts weiter, ne? Hier konnten wir nicht aufmachen. Ach Mann. Warum ist das hier alles abgedeckt? Das andere nicht, aber hier. Kann ich hier noch irgendwas machen? Hier war aber nichts weiter. Schon alles ausprobiert hier. Kann ich irgendwas hier mitmachen? Wir sehen nice aus. Oh, wir haben gleich gesehen, ja. Dann gehe ich mal wieder zurück. Hier war ja auch nichts. Warum macht doch mal die Kiste da auf, Mensch? Du. Doofkopf. Ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Also beziehungsweise ich verschoben, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Gib mir doch mal einen Tipp, Mensch. Muss ich irgendwas mit dir machen? Die Statue, die steht hier so provokant, als ob ich. Als ob damit irgendwas noch passiert oder so. Und dieser Raum ist ja auch mal nichtssagend. Ey, langsam müsste das hell werden wieder. Die Uhr ist 7. Ist das jetzt 7 Uhr abends? 7 Uhr morgens? Also eigentlich dafür, dass es schon die ganze Nacht Nacht ist. Die ganze Nacht Nacht ist. Ah, hier war ich noch nicht. Okay. Oh. Oh. Hier kenne ich noch diese komischen Puppen. Geh doch mal ran. Hier kann ich auch nichts machen. Warum steht hier eine? So,
lieben. Gott, die haben pst gesagt. What? Zack. So. Kann es sein, dass einige der Masken erst vor kurzem anders angebracht wurden? Und diese Masken hier? Wie anders angebracht? Meinst du das? Anders angebracht? Wieso ist die anders angebracht? Hä? Oder woanders angebracht wurden. Okay. Dann stecke ich das Ding jetzt nochmal da rein. Aber sonst. Ja, und du? Ja. Ja, die konnte ich auch noch nehmen. Ich nehme die nochmal mit. Aber die sieht richtig aus. Die, ach so. Durch den Schatten. Ah. Okay. Alles klar. Aber hier waren wir ja falsch. Okay. Dann haben wir jetzt den Schlüssel. Und dann war das hier nicht. Jetzt muss ich wieder gucken, wo das war. Nein. Den kann es ja nur. Hä? Kann auch nur da gewesen sein. Hier. Hier kamen wir her. Na, oh, hier ist es doch. Da haben wir die Tür. Und geschafft. Yay. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier erstmal die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.